Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist der erste Teil der Reihe Rechnungswesen. Heute besprechen wir nämlich das, was schon in dem Wort drinsteckt, die Rechnungen. Auf der Tagesordnung stehen die Definition, was ist eine Rechnung, die verschiedenen Arten von Rechnungen und die Pflichten, wenn man mit Rechnungen umgehen möchte. Eine Rechnung ist so gesehen ein Beleg für eine Leistung oder ein Produkt. Belege muss man 10 Jahre aufbewahren, sage ich schon mal vorweg. Deshalb ist die auch besonders wichtig. Man kann die entweder in Papierform oder per E-Mail entweder erhalten oder auch ausstellen. Und das wird meistens während der Lieferung übergeben, beziehungsweise oder auch im Nachhinein per E-Mail geschickt. Und dann steht dann in der E-Mail, wir bedanken uns für das und das an dem und dem Tag, sodass man die nicht unbedingt bei der Lieferung direkt ausgestellt bekommen muss, sondern die kann auch verspätet kommen. Sie kann aber auch natürlich früher kommen. Es gibt zwei Arten von Rechnungen. Es gibt die Eingangsrechnung, die kommen von unseren Geschäftspartnern rein, beziehungsweise ja, als Privatkunde ist das eher selten der Fall, dass man das als Eingangsrechnung bezeichnet. Das sind die Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Getränkelieferant. Wir haben Getränke bestellt, der Fahrer kommt mit der Lieferung und drückt uns die Rechnung in die Hand. Das ist eine Eingangsrechnung, denn wir müssen ihn bezahlen. Dagegen steht die Ausgangsrechnung. Das ist eine Rechnung von uns an unsere Geschäftspartner oder an unsere Kunden. Die Geschäftspartner wären in dem Fall zum Beispiel die Kunden. Und die müssen natürlich dann von denen bezahlt werden, sodass bei uns dann das Geld eingeht. Wenn wir der Getränkelieferant, der Fahrer würde dann die Rechnung abgeben, da wo die Getränke hingeliefert werden sollen. Und die Leute müssten das dann bezahlen an uns. Es gibt mehrere Pflichten bei Rechnungen, zum Beispiel die Aufbewahrungspflicht, das habe ich gerade gesagt, das ist ein Beleg, der muss 10 Jahre aufbewahrt werden laut Handelsgesetzbuch. Eine Ausstellungspflicht gibt es ebenfalls, das heißt, man muss eine Rechnung ausstellen bei der Lieferung von Waren bzw. bei einer Dienstleistung. Und es gibt dann noch Pflichtangaben, ich nenne jetzt nur mal ein paar, zum Beispiel der Preis der Ware muss draufstehen, genauso wie die zu versteuernde Umsatzsteuer und auch die Höhe der Umsatzsteuer, nämlich ob das 7 oder 19% sind und ganz wichtig die Rechnungsnummer, die muss fortlaufend sein und auch bei einer Rechnungskopie darf nicht die gleiche Rechnungsnummer draufstehen, sondern die muss leicht abgeändert sein, meistens macht man da so einen Strich 01 oder so hinter für die erste Rechnungskopie, damit die Rechnungsnummer nicht zweimal verwendet wurde. Heute habe ich leider keine Aufgaben, weil das ehrlich gesagt sehr simpel ist. Ein Tipp kann ich euch nur geben, eine Eingangsrechnung hat immer das Unternehmenslogo, also das eigene Unternehmenslogo als Anschrift, sprich als großes Ganzes, da wo man das auch im Brieffeld sehen kann, bei Umschlägen mit Fenster. Eine Ausgangsrechnung hat die eigene Unternehmensanschrift immer oben in ganz klein, beziehungsweise manchmal auch auf dem Etikett, wenn man das bei einem Briefumschlag hat, der kein Fenster hat, so kann man sich das leicht merken. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute, das war Teil 1 der Reihe Rechnungswesen zum Thema Rechnungen. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne liken, abonnieren. Das nächste Video wird dann in den nächsten paar Tagen hochgeladen. Bis dahin!